Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich wollte euch kurz aufzeigen, wie man bei dem Webhoster Netcup eine gescheite Catch-All-Funktion nutzen kann. Und zwar über die Server von Google, die gleichzeitig eine Spam-Funktion mitbringen und die Identität weiterleiten können. Und ich zeige euch dann kurz, wie man das einrichtet. Das ist eigentlich total easy. Wir müssen uns zuerst unser Webhosting-Control-Panel verbinden. Da habe ich jetzt zwei Domains, die ich als Test nutzen möchte. Das ist einmal diese. Und diese, wie ihr seht, habe ich da auch ein paar Aliases eingerichtet. Ich werde aber gleich Aliase verwenden, die hier nicht hinterlegt sind, damit ihr seht, dass es auch ordentlich funktioniert. Ja, nach der Zeit werde ich die Aliase auch mal auch wegnehmen, damit ich die alle über Google schicken kann, damit er die Spams nochmal raussortiert. Aber damit habe ich mir kurzfristig weitergeholfen, als ich das hier konfiguriert habe. Bin allerdings nicht super zufrieden damit. Unter anderem auch die Möglichkeit ist, über Thunderbird zum Beispiel einzurichten, dass der die ganzen Nachrichten abruft und dann einzeln weiterleitet an die Domains. Fand ich auch nicht so gut, weil in der Überschrift steht dann immer drin, weitergeleitet von und im Postfach. Und man kann außer im Mail-Text nicht wirklich erkennen, also im Header steht dann nicht wirklich drin, um welche Identität oder Alias es sich vorher gehandelt hat. Deswegen habe ich die Möglichkeit mit Google erarbeitet und genau, das zeige ich euch jetzt. Zuerst einmal müssen wir uns ein Google Mail-Konto besorgen. Das habe ich jetzt schon mal angelegt. Ich habe jetzt hier eins zum Test angelegt. Und dieses Postfach müssen wir dann im Webhosting Control Panel unter der E-Mail-Funktion anlegen. Das habe ich hier gemacht und zwar eine ganz normale Weiterleitung an die Adresse, damit der zukünftig Mails, die er nicht direkt erkennt, halt genau an das Postfach weitersendet. Das übernehmen wir einmal, perfekt. Dann fahren wir fort mit der Domain, die wir hinzufügen möchten. Bestenfalls macht man das mit allen Domains, die man so hat. Ich mache das jetzt nur mit zwei zum Test. Und genau, dann müssen wir einmal in das, wie gesagt, in das Gmail-Postfach gehen, uns die Einstellungen aufrufen. Dort haben wir die Möglichkeit, Weiterleitungsadressen hinzuzufügen. Das machen wir nämlich genau hier. Eine Weiterleitungsadresse hinzufügen. Google möchte das Ganze bestätigt haben, das heißt, es schickt euch jetzt eine Nachricht zu, die müsst ihr hinterher bestätigen und oder den Bestätigungscode, also oder den Bestätigungscode hier eingeben. Ich mache das Ganze über mein Postfach, das rufe ich jetzt mal ab. Dann mal aktualisieren, da sehen wir es schon, hier haben wir die Nachricht bekommen. Ich bestätige Google das jetzt und dann akzeptiert er auch die Weiterleitung, genau diese Nachricht. Ich finde das eine sehr gute Option. So könnt ihr auch herausfinden, ob das wirklich in der eigenen Verwaltung ist. Und ja. So, dann nehme ich einmal das zweite Postfach. Auch hier dasselbe Verfahren. Schicken wir jetzt eine Nachricht zu. Da ist es schon. Genau. Bestätigen das Ganze wunderbar. Als nächstes müssen wir einen Filter einrichten. Und zwar geht das hier rüber, ne? Also die Filterfunktion aufrufen, neuen Filter hinzufügen. Und in der Spalte an müssen wir den Wert eintragen, an welche Domain, nach welcher Domain gefiltert werden soll. Das heißt, das Google-Postfach schaut sich alle Mails rein, alle Mails an, die reinkommen. Und ich möchte Google jetzt sagen, alle Mails, die reinkommen und an at meine Domain gehen, sollen an eine bestimmte Adresse weitergeleitet werden. Man kann auch noch mehrere Funktionen dort einrichten. Zum Beispiel kann man die als gelesen markieren, wenn man die im Postfach behalten möchte. Ich möchte die aber nach der Weiterleitung löschen, sodass die bei Google nicht hinterbleiben. Man könnte auch noch konfigurieren, dass sie nicht als Spam eingestuft werden, andere Sachen. Genau, also wenn ich einen Spamfilter von Google nutze, dann fällt mir gerade ein, dann sollte ich es vielleicht doch lieber im Postfach belassen. So speichert Google den Spam einfach bei sich und wenn man mal eine Nachricht vergisst, dann muss man oder man schaut regelmäßig mal ins Google Mail-Postfach hinein und schaut, ob man dort irgendwelche Nachrichten im Spamfilter sieht, die doch hätten weitergeleitet werden sollen. Dann markiert man das Ganze und Google ist auch lernfähig, das heißt, in Zukunft wird er dann genau diese Nachrichten auch weiterleiten. So, ich markiere das allerdings als gelesen direkt, weil nur sonst habe ich hier 100.000 nicht gelesene Nachrichten. So, Google weist uns jetzt darauf hin, dass wir den Filter so und so eingerichtet haben. Es verschwindet in 7 Tagen, ist eigentlich nicht dramatisch.
Das Ganze machen wir jetzt noch mit der zweiten Nachricht, beziehungsweise mit dem Filter für die zweite, fürs zweite Postfach. Einmal so, dieselbe Konfiguration nehme ich dann hier vor. Eben nicht löschen, sondern als gelesen markieren, weiterleiten an genau das Postfach, das wir möchten. Das sollte im Idealfall dann so aussehen, beziehungsweise so viele Postfächer, wie ihr euch dann konfiguriert habt. So, jetzt können wir Folgendes machen. Nehmen jetzt mal ein drittes Postfach hinzu und schicken von hier irgendwelche Nachrichten ab. Dazu nehmen wir mal die Subdomain bzw. das Alias. Das habe ich definitiv nicht hinterlegt in meinem Control Panel. Also ihr seht es ja hier, das ist definitiv nirgendwo hinterlegt. Und damit können wir jetzt die Funktionsweise quasi testen. So, dann nehmen wir noch mal, nehmen wir das nochmal so. Und nochmal so das Ganze. Schicken das Ganze einmal ab und schauen uns dann das Postfach an. Hier rufe ich jetzt nochmal die Nachrichten ab. Hier sehen wir schon, dass die Testnachricht hineingekommen, hier ebenfalls. Und dies ist der Inhalt, was ich bei Google halt so gut finde, ist, also er zeigt das jetzt noch einmal an, erstmal ne, pro Konversation zeigt er quasi nur eine Nachricht an. Was ich bei Google gut finde, ist, dass er die Identität wirklich weitergibt. Also es steht hier wirklich, von wem das kam, die ursprüngliche Nachricht. Und es steht jetzt nicht hier drin, irgendwie von Google weitergeleitet, so wie ich es zu Anfangs erklärt habe. Das bei meiner Thunderbird-Einrichtung der Fall war. Das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Und genau, das funktioniert so wunderbar. Hier ist es dasselbe. Nur auch wenn wir das einzeln weiterleiten würden, wäre es kein Problem. So, ich spare mir das jetzt hier irgendwas reinzuschreiben. Das einmal so. Schicken das Ganze raus. Und dann kommt es auch schon an. Na, vielleicht nicht, doch nicht so schnell, da ist es schon. Kommt es auch schon an. Und wie gesagt, es geht tatsächlich an diese Subdomain, weil Google das so erkennt. Und genau so soll es sein. Eine Sache wollte ich noch zu dem kostenlosen Google-Konto sagen. Also ich nutze in meinem Hauptpostfach, das ist ja nur ein Testpostfach, ca. 12 Postfächer, wo ich auch diese Weiterleitungsmethoden mittlerweile benutze. Da gehen täglich, sage ich mal, 50 bis 100 Nachrichten durch. Und Google hat eigentlich auch noch nicht gemeckert. Ich habe, wie gesagt, auch einen kostenlosen Account. Also das funktioniert soweit ganz gut. Ich denke mal, wenn man annähernd an 500 bis 1000 Nachrichten am Tag kommt. Ich weiß nicht, wie sich Google da verhält. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die das nicht so sehr mögen, sage ich mal. Jo, alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Einrichtung, beziehungsweise viel Erfolg bei eurer Einrichtung. Und wenn ihr weitere Fragen habt, können wir es gerne übers Forum machen oder ihr schreibt mir eine PN. Bis dann, viele Grüße, bye.